Ich glaube, dass es ein richtiger Weg ist, CO2 einen Preis zu geben. Weil wir werden nur dann daraus herauskommen, CO2 zu verwenden, wenn es auch wirklich sichtbar was kostet. Es muss aber so sein, dass wir nicht die Menschen, die sowieso schon wenig haben, die sich gar nicht entscheiden können, dann zusätzlich belasten. Es muss sozialverträglich gestaltet werden. Die Krankenschwester, die bei mir in Münster wohnt, sich keine Wohnung mehr in der Stadt leisten kann, die darf nicht mehr für Miete und für das Pendeln zahlen müssen. Wir müssen es also so gestalten, dass es das Steuerrecht verändert und dass es Entscheidungen erleichtert für die Zukunft. Das ist nicht trivial. Ich will so eine Debatte anstoßen und ich freue mich sehr über die vielen, vielen Rückmeldungen, die da jetzt kommen und bin mir sicher, dass man so ein Konzept entwickeln kann.